Hallo zusammen, Köln-Lindenthal ist calling. Herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Das große Länderspecial. Ich bin Adi und ich komme aus der Schweiz. Hopp, Schweiz! Ich bin Benny 31 und diesen Pranken sind schon viele Bälle durchgeflutscht. Aber wenn ich einen Ananas sehe, dann greife ich zu! Ich bin die Hanna, ich komme aus Österreich und wir sind immer noch besser als Deutschland. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Heute zum großen Länder-Special. Ja! Riesenapplaus für Länder! Für Deutschland trete ich an. Danke. Aber Junge! Rot, Fünfer, Aua, Schiri! Freddy Bobic. Für die Schweiz trete Adi an. Hopp, Schmitz, Galt. Und für Österreich die Hanna. Abonniert jetzt den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr aus einem Land kommt. Und wenn ihr auch mal Bock habt, hier bei einem Länderspecial oder bei einer normalen Ausgabe mit am Start zu sein, dann schreibt jetzt hier in die Kommentare eine gute Begründung und welches Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Macht es! Los geht's! Das ist Schwarz-Rot-Gold! Ja, was wollt ihr? Flair! Schwarz-Rot-Gold! Ah, bin ich doof. Und du siehst, wie sich die Leute hier boxen, das ist normal. Das hier ist Multikulti, meine Homies kommen von überall, ihr Hulti. Flair Multikulti? Boah, wir sind die Außenseiter. Das hört man nicht in der Schweiz. Agro Berlin, schwarz-weiß egal. Jeder ist die Agro in Berlin. Ich hab's gesagt, ja, Mann, ich werd mich rächen. Ich werd kommen und die Herzen aller Mädchen brechen mit der Basie. Hier kommt die neue deutsche Welle, hier. Deutsche Welle, hier kommt die neue. Das ist mein Weckton. Das ist ein guter Song. Ja, Adi, du hast schon mal gespielt. 5-4-3 verloren. Kommst aus der Schweiz und für die Leute, die dich noch nicht kennen, du bist ein Comedy-Star. Und vor allem auf TikTok bist du Fame. Ja, ich lade da so Videos hoch. Comedy-Star würde ich jetzt nicht sagen. Du hast doch Awards gewonnen. Swiss Comedy Award. Ja, das habe ich das letzte Mal schon erzählt. Das ist so ein Stein mit so einem Ding drauf. Und dann bekommst du das. Ja, aber ist doch trotzdem Preis. Ja, Hanna, du bist aus Österreich. Du bist die Freundin oder Frau von Adi? Seid ihr verheiratet? Habt ihr einen Ring nachgesteckt? Das muss man immer objektiv sehen. Es ist nicht so leicht zu beantworten. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Ja. Ja, also ist quasi wie ich die eine mit Dennis hab. Genau. Falco Amadeus. Rock me Amadeus, Falco. Sauber, Junge! Den musst du eigentlich kennen. Ja, ich weiß, ich bin das sehr enttäuscht von mir. Anna, der Falco ist doch ein Volksheld. Ja. Ist er noch am Leben? Ja. Das finde ich klasse, weil es gibt ja auch kein Foto von seiner Leiche. Oh Gott. Und da müsst ihr euch mal selber Gedanken machen. Guter Punkt. Denkt nicht für euch mit. Müsst ihr selber machen, weil sonst mache ich mich strafbar. Aber irgendwann ging das zu Hause weiter. Unser Ende und die Schau mir was zum Wein, ja. Und dazu kommt dann noch das ganze Theater, babe. Ist alles nur passiert, denn wie war's so verliebt? Loredana mit Mosig Rosenkrieg. Ist alles nur passiert, denn wir waren so verliebt. Ja. Ist das auch gerade bei euch beiden Thema, Rosenkrieg? Ja. Nee, das ist eine harmonische Sache, diese Geschäftsbeziehung. Genau. Solange es läuft, ist es immer harmonisch. Und wenn Dennis und ich uns bei beiden noch schlechter läuft als jetzt, dann werden wir uns die Köpfe einschlagen. Und das denke ich auch, dass es bei euch passieren wird. Also, mach am besten Ehevertrag. Ihr müsst Gütertrennung anwaltlich festhalten. Und dann wurde er entdeckt. DJ Ötzi auf jeden Fall, ist der Gary. DJ aus den Bergen. Der DJ aus den Bergen! Yes! Digga! Nee! Ich dachte mir, das ist DJ Ötzi, aber ich wusste nicht, dass der diesen Song gemacht hat. Ich dachte, das ist so jemand, der gleich klingt wie DJ Ötzi. Ich habe extra nur DJ Ötzi-Songs geübt heute. Ja, wieso kennst du das nicht? Keine Ahnung. Ja, du musst doch alles kennen, was Österreicher machen. Das stimmt. Das ist doch unfair.
Adi, ich muss jetzt mal ein paar Klischees rausholen. Mhm. Schweizer Schokolade. Ich habe mir auch erhofft, dass ihr irgendwie ein Gastgeschenk mitnehmt. Wo ist das Gastgeschenk? Das wurde das beim Zoll. Kommt das in mein Land! Das war zu teuer, deshalb wurde es beim Zoll weggenommen. Das wird kein Geschenk mit! Große Klappe, viel dahinter. Schmeckt wie der Sommer, ist cool wie der Winter. Nein! Monster Culture Candela. Nein! Culture Candela Hammer. Ja, ich sehe und du weißt. Culture Candela, Berlin City Girl. Ja! Gibt's die noch? Die gibt's noch, ja. Ich habe die auf TikTok mal gesehen. Die sind jetzt da so, die probieren noch ihre Karriere zu retten. Und? Funktioniert's? Nein. Wundert mich aber extrem. Hanna, du bist ja auch ein Star. Du bist online genauso, fast genauso bekannt wie der junge Mann hier. Was machst du online? Was haust du da raus? TikTok-Trends. Über 360.000 Follower können nicht lügen! Was machst du denn da? Es gibt ja, Dennis und ich, wir fangen jetzt auch an mit TikTok. Ja. Was sollen wir beachten? Was können wir machen? Wir machen Werbung, sag mal, WWW-Show. Wir heißen da WWW-Show. Macht's einfach TikTok-Tänze. Ja. Das funktioniert immer gut. Ja. Gibt es sonst noch Trends, wo man aufspringen kann? Aufspringen? Oder man macht einfach alles, was Culture Candela nicht macht. Ja, alles, was Culture Candela nicht macht, ja. Das ist, glaube ich, ein guter Trick. Habt ihr so eine Praktikantin angestellt, die so eure Videos runterschneidet? So? Wir haben keine Praktikantin, das ist die Juli und die ist genauso auf der gleichen Ebene wie wir. Riesen auf die Juli. Ich weiß den Titel nicht. Weißt du, wer es ist? Die muss man kennen. Es ist wie so eine Musik, wie wenn bei Frauentausch irgendwie die Tauschmutter sich an den Vater ranmacht. Anna, versuch es! Es gibt keine Minuspunkte! Das ist auf jeden Fall Yellow. Das ist eine Schweizer Band. Ja. Das ist eine Werbung von irgendeiner Automarke. Nützt alles und nichts? Ich sag mal so. In die Richtung geht's. Yeah. Ist ja klar, oder? Kennst du Yellow nicht? Yeah. Aber das ist ja, das gibt's ja schon ewig. Das ist doch ein Meme, oder? Mit oh yeah, das ist doch ein Soundeffekt. Ich wusste gar nicht, dass das ein Lied ist. Wir haben ganz viele mit solchen Liedern. Wir haben ganz viele mit solchen Liedern. Hanna, du hast ein eigenes Schmucklabel. Stimmt, ja. Ohne den Namen zu nennen, natürlich. Wir dürfen keine Werbung machen. Wir machen keine Werbung für Hanna Schmuckkastel. Aber was für Schmuck stellst du denn her? Was für Schmuck machst du? Meine Ohrringe zum Beispiel. Oh, yeah. Danke. Zurzeit mache ich es aber nicht mehr. Aber ich warum? Kann... Lohnt sich nicht? Nee, nicht lohnt. Kosten nutzen. Es lohnt sich, es zog ihn wirklich nicht. Es war ja so ein Spaßprojekt, aber ja. Ich fangen wollte wieder an. Es war keine Zeit mehr da. Okay, Adi, hilfst du auch da mal ein bisschen beim Schmetterlinge ausschneiden oder ausstechen? Nee. Nee? Noch nicht. Guckst du nur zu, wenn Frau arbeitet? Ich habe sie noch nie arbeiten gesehen. Oh. Also beim Schmuckkasten. Achso. Ich trage ganz viel Modeschmuck, aber kann ich heute natürlich nicht, weil heute bin ich ja in meinem Berufsoutfit. Raus! Ich war so blöd oder was? Young Horn, wieso? Machst no. du das? Darf ich nochmal? Baby, wenn du willst, dann werde ich Opernsänger. Nein! Young Horn, Opernsänger. Für mein Land. Young Horn ist Österreicher, oder? Ja. Kennst du keinen einzigen Song von Österreichern? Doch, ich kenne einen Song, aber irgendwie das ist. Ist Young Horn, ist der noch modern? Ja, ich bin ein alter Hase. Ich höre ja noch Howard Carpendale, das erste Album höre ich ja noch durch. Der hat schon lange nichts mehr rausgebracht. Ja, aber Young Horn ist schon ein Ding in Österreich. Du bist in die Hände zurück, ich habe gesehen, du bist schon so unterwegs. Das Momo nicht nennen Deutschland. Ganz wichtig, Freunde, es gibt ja heute nicht nur die goldenen Ananas zu betatschen, sondern wenn ihr gewinnt, ertönt die Hymne eures Landes. Mhm. Ich rate. DJ Bobo auf jeden Fall, Broken Heart. Ah! DJ Bobo, let my dreams come true. No. Dreams. DJ Bobo mit Dreams. Ja. Dieser Bänderriss wird gesponsert von Hansaplast. Bruno. Der ist doch Schweizer, der muss, da musst du doch was wissen jetzt. Macht der noch der DJ Bobo, macht der noch Mucke? Ich glaube nicht.
Ich würde gern die Welt umarmen, doch irgendwie hat sie mich verraten. Und ich sag dir, wieso du mich hast. Kontra K, sag mir, warum du mich hast. Du würdest gern die Welt umarmen, oh nee. Doch irgendwie hat sie dich verraten. Sag mir. So, unser Stammzuschauer Dennis wünscht sich jetzt einen kleinen Beitrag zum Thema Klischees aus Österreich. Hanna, was sind denn so typische Klischees, wo man sagt, hey, das ist typisch österreichisch? Österreichische Klischees. Gibt's irgendwie gar nicht, oder? Mhm. Außer, dass die Stadt total, also Wien, du kommst ja aus Wien. Ja, ich wohne in Wien. Wohnst in Wien? Das ist so schön da. Ja, die lebenswerteste Stadt der Welt. Ist tatsächlich so. Dafür einen Applaus, dass ihr die Stadt so reingeschaltet. Die Schweizer sollen ja ziemlich reich sein, weil irgendwie die Schweizer Franken sollen ja, oder habt ihr Euro? Franken. Warst du schon mal in der Schweiz? Ich war noch nie in der Schweiz, okay. Nee, das noch nicht. Wie ist es denn so? Sind Schweizer grundsätzlich reicher oder sparen sie einfach besser? Ja, das Problem ist jetzt, dass die ganzen Gelder der Russen eingefroren wurden und jetzt sind wir nicht mehr so reich. Als Oligarch bist du? Ja, die Oligarchen, ja. Das ist natürlich blöd. Ja. Ihr seid beide Fame durch Social Media. Wünscht ihr euch manchmal so einen Normalberuf? Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist der beste Job. Ja? Er ist so vielfältig, man kann ja Schmuck machen zum Beispiel. Man kann alles machen? Ja, und dann einfach vermarkten. Ich bin auch total zufrieden. Ich hatte eigentlich keine Zukunft vor mir und dann habe ich den Beruf des Entertainers für mich entdeckt. Bei einer Berufsfindungsanstalt, da war ich, habe so einen Zettel ausgefüllt und da kam raus, ich sollte die Leute unterhalten. Und verdammt nochmal, das tue ich. Stark, Junge, geil! Du hast du gezockt und... Oh, fuck! Kula Palu, Andreas Gabalier. Ja. Das musst du kennen, das ist dein Genre. Ich hab gedrückt. Entschuldigung. Ich drück drin! Er ist ja der Volksrock'n'Roller, ihm wird ja einiges nachgesagt. Auch da habe ich einen Verstehen, die Spaß-Sketch gesehen. Da wird er nämlich vom Zoll aufgehalten, vom Zoll. Und da ist er ziemlich arrogant und versucht dann die Beamtin, die eine Schauspielerin war, zu bezirzen, weil er Andreas Gabalier ist. Das gehört sich nicht. Nein. Niemals flexen. Tana, hast du schon mal mit deinem Fame geflext irgendwo? Hey, show on, das bin ich. Einmal. Hau raus, wenn du schon nachdenkst, also dann einmal, ist es ein Ja. Ich habe einmal meinen Ausweis herzeigen müssen, weil ich was gekauft habe ab 18. Ja. Und dann habe ich... Was denn? Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall wollte ich dann meinen Ausweis sehen. Und dann habe ich gesagt, da habe ich mich gegoogelt und herzeigt, wie alt ich bin. Das hab ich gegoogelt, ja. Das war auch weird flex. Ja. Hast du auch schon mal Sachen gekauft, die erst ab 18... Habe ich auch schon mal gekauft, ja. Was denn zum Beispiel? Hau mal raus, was für Sachen? Alk wahrscheinlich. Alk, MDMA. Crack. Was ihr macht, das ist Kinderkacke. Guck, wie ich jetzt eine Bad Bitch via Tinder fucke. Keiner kann mich stoppen, nicht einmal ein Stopp fehlt. Doggy, ich bin der Dude, der am Block chillt. Fully automatic. Ich rate. Moneyboy auf jeden Fall. Der Dude, der am Block chillt. Ah, fucking! Never lagging, yeah, boy, we really trapping. Keiner kann mich stoppen, nicht einmal ein Stoppschild. Doggy, ich bin der Dude. Moneyboy Doggy. Blockchild, fully automatic, yeah, yeah. Just packing, yeah, yeah. Never lagging, yeah. Moneyboy Stoppschild? Du David, gewinnt Adi! Ich spür mein Land für alle Schwitze. Adi, berühr sie! Berühr sie! Jaui! Kann ich sie mitnehmen? Nee, hinfällt. Nehme ich mit. Das geht nicht! Für die Nationalhymne muss ich ziehen. Ja, das ist natürlich klar. Daher seh ich dich im Strahlenmeer, dich, du hocherhabene Herrliche, wenn der Alpenfilm sich rührte. Bitte freie Schweiz und bitte eure fromme Seele und eure fromme Seele und Gott gewalt als in die Endcard und Hanna, diese Endcard wird dir ganz besonders gut gefallen. Teil 2 eines unglaublichen Epos.
bevor Adolf Hitler berühmt wurde vom Biografen, da ist ein zweiter Teil online. Ich glaube, ein korrigierter Teil, weil der Biograf hat da ganz schön Scheiße gebaut. Und unten gibt's die letzte Folge von er. Du. Tschüss.